Glück auf Kameraden. Ich habe ein Video gefunden, da geht es um die Feuer in Kalifornien. Ist ja schon ein bisschen her. Aber ich habe das Video mal rausgekramt, weil man hier sehr gut erkennt oder weil man hier Fantastisches erkennt. Und zwar, die Häuser liegen in Schutt und Asche, alles niedergebrannt. Also nicht mal niedergebrannt bis auf die Grundmauern, sondern inklusive der Grundmauern. Problem ist nur, die Bäume stehen und die meisten der Bäume haben auch noch Blätter. Wenn ich das mir angucke, dann ist die Hecke aber noch echt gut intakt. Da ist nichts abgefackelt. Manchmal kann Zufall sein, aber irgendwie ist schon seltsam. Die Häuser sehen ganz schön niedergeschossen aus. Ne? Aber die Bäume sind echt gut intakt, wenn ich das hier drumherum anschaue. Ist für mich nie begreiflich. Auch hier vorne die Wiese sieht gut aus, der Busch ist gut, aber die Häuser nebenan sind abgefackelt. Auch das Auto, was da davor steht, das, was drin steht, sowieso, sieht für mich sehr seltsam aus. Ich meine, die Bäume wirken ein bisschen gelb, kann schon sein, aber sollte das nicht bei einem Feuer, wenn das da so überall lang brennt, auch die Bäume vernichten? Ich bin mir nicht sicher. Und wie gesagt, hier sind auch im Hintergrund Bäume, die anders gefärbt sind. Also seltsam sieht es aus. Naja, das wollte ich nur mit euch teilen. Können wir noch ein bisschen weiterschauen. Meiner Meinung nach sieht es wirklich sehr seltsam aus. Also wenn ich da hier vorne die Bäume an der Ecke sehe, alles intakt. Sehr, sehr seltsam. Also es kann ja sein, dass ein paar Bäume stehen bleiben, durchaus. Aber hier dazwischen, ich weiß auch nicht, ist unmöglich. Wenn vorne und hinten die Häuser brennen, dazwischen die Bäume bleiben stehen. Das ist für mich unbegreiflich. Die Autos sehen aus wie in einem Kriegsschauplatz. Ja, direkt Energiewaffen fällt mir dazu ein. Ist schon seltsam. Naja, das war ein kurzes Video. Ich wollte das nur mal mit euch teilen, was man darüber denkt. Das ist jedem selbst überlassen. Bis bald.